Hallo und herzlich willkommen zu Rainbow Moon, einem Spiel, das es mal kostenlos bei PlayStation Plus gab und das ich euch kurz vorstellen möchte, weil ich es sehr, sehr cool finde und ziemlich knuddelig und überhaupt. Ja, ohne große Umschweife fangen wir einfach mal an und starten mal ein neues Spiel. Ich mache einfach mal die normale Schwierigkeit, wie man hier auch schon sieht. Das Ganze gibt's nur auf Englisch. Eine deutsche Ausgabe gibt's leider nicht. Also muss man sich hier mit der englischen Sprache schon ziemlich auskennen. Und ich nehme mal, dann gibt's hier noch Well Supported. Dann Forward Looking. Adventuresome. Ich nehme einfach mal Careful and Secured. Das ist wahrscheinlich so die leichteste, ja, this is the easiest mode for beginners. Nehmen wir einfach mal das. Es soll ja nur zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Und normal, Careful and Secured. Yo! On one of those gloomy nights, Baldrin made his way to the annual duel with Namoris. Although he was quite confident of winning, he was curious about the venue for this year's fight. Elie Woods was known for its dangerous portals, and any sane person avoided this place whenever possible. This in mind, Baldrin stepped deeper into the woods, searching for Namoris. Suddenly, one of the notorious gates appeared right in front of him. The blue glow of the mysterious portal was so beautiful that he felt paralyzed for a moment. This was the moment Namoris had been waiting for. In the blink of an eye, he grabbed his chance and attacked Baldrin. With a blow from behind, he forced Baldrin into the gate, activating it and establishing a dimensional stream. Baldrin regained consciousness, but it was too late. His body was locked within a magic helix that was pulling him into the gate. The last thing he could remember was the taunting laughter of Namoris and thousands of creatures appearing out of nowhere. And then darkness surrounded him. An hour must have passed before he woke up. What could possibly have happened? Where was he now? Could this really all have been the work of his rival? But this is a story that has yet to be told. Rainbow Moon. Und da sind wir am Warp-Portal. Ist es nicht süß? Okay, dann wollen wir mal gucken. Muss ich mal gerade schauen. Also, wir können mit dem linken Stick hier rumlaufen. Wir können mit Viereck die Map aufmachen, die auch ziemlich cool aussieht. Next Quest ist ganz da oben, da müssen wir ein Stückchen laufen. Dann Open Menu. Also so sieht das Ganze aus. Ja, wer sich zum Beispiel mit Kingdom Hearts, Final Fantasy und so weiter auskennt, der wird sich wahrscheinlich hier auch ziemlich schnell zurechtfinden. Die Hitpoints, Magic Points, dann haben wir noch Strength, Defense, Speed und Luck. Ich komme mit R1 weiter, genau. Dann haben wir ein Toy Sword, ein Daily Grind Hood und ein Daily Grind Armor. Haben wir auch hoffentlich alles angelegt. Itemtechnisch, ja, sind wir noch bisschen blass. Da sind unsere Quests unter Book. Die Main Quest ist: After you have regained consciousness, you find yourself in the front of a warp portal, which seems to be inactive. Thanks to a signpost for a first orientation,
Kassa Village lies to the west. You should talk to all people here, especially Meriden. You'll find him in Kassa Village next to the item shop. Die Sidequests haben wir noch nicht. Ein Bestiarium gibt es auch. Statistiken, gut, haben wir noch nicht so viel hinter uns. Und die Tutorials haben wir hier unten. How to play, general play tips. Okay, das ist das Button-Layout. Kriegen wir aber hoffentlich auch alles noch schön erklärt. Ich switch das mal so ein bisschen durch. Ich habe es bisher auch nur so ein bisschen angespielt. General Play Tips. Haben wir hier noch... Ihr könnt euch das ja stoppen und durchlesen, wenn es euch interessiert. Und ich wollte noch mal gucken, hier ist noch System. Ja, da können wir das Spiel speichern, laden, löschen, je nachdem. Die Musik habe ich jetzt mal angelassen, weil die ganz süß klingt. Vibration, ja, will ich disablen. Das auf jeden Fall im Large Screen brauchen wir eigentlich nicht. Ist alles supi. Und dann gucken wir mal, ob wir mit dem hier quatschen können. Okimosuri. Day. Ne? Wer bist du denn? Bye bye. Wer bin ich? Ich lass einfach mal Baldrin. Wir können uns jetzt hier einen Namen geben, wie wir gerade lustig sind. Also sind wir weiterhin Baldrin. So, da ist der Signpost. Kassa Village. Da müssen wir hin. Und hier oben ein paar süße Schmetterlinge. Hallo. Hallo Schmetterlinge. Da ist ein Sack mit Rainbow Coins. Ja, das ist die Währung hier in Rainbow Moon. Und damit können wir uns diverse Sachen kaufen. Und dann gucken wir doch mal. Oh, hallo. Wer bist du denn da unten? Ach, da komme ich noch gar nicht ran. Da muss ich an ihm hier vorbei. Ein Trial Imp. Greifst du mich nicht an? Doch, jetzt greifst du mich an. Okay. Ja, ein Encounter. So, jetzt kommen wir nämlich zum Battle. Welcome to the Rainbow Moon Depth Battle Tutorial. Battles are the Alpha and Omega in this game, so make sure to read these tutorial instructions carefully. All battles are turn-based and take place on grid-sized battle maps. Also deswegen, wer sich mit Final Fantasy zum Beispiel auskennt, es ist alles eben diese turn-based battles. So, Turn Order ist von links nach rechts, the current turn order from left to right. Command Menu, all available battle commands sind scrollable. Da unten ist unser Status, da haben wir unseren Level, unsere Gesundheitspunkte und unsere Mana-Punkte. Und dann gibt es sogar hier die Tagesanzeige. Wir haben Ambrosia Day, das ist 6.13 Uhr. The following battle commands are available in the beginning. Additional commands will become available at a later time. So, am Anfang haben wir jetzt erstmal attackieren, bewegen und verteidigen. Das sind die drei. Dann, ja, Item, Status, Escape. Also abhauen können wir auch. Und wir gucken einfach mal, wie das Ganze hier funktioniert. Also, wir sind dran. Hier unten links sehen wir. Wir können attackieren. Wir können uns erst bewegen. Er kann erst angreifen, wenn er an dem Imp hier eine gewisse Meterzahl dran ist. Also wir können uns im Moment nur bewegen. Alles andere... Wir können uns auch verteidigen, aber ich bewege ihn jetzt mal. Und zwar können wir ihn jetzt... Ich würde ihn nach oben bewegen. Zack, so. Oh, er ist jetzt da unten. Dann können wir jetzt aber attackieren, weil er in unserer Nähe ist. Dann attackieren wir das Vieh mal. Jawohl. So, jetzt geht's auf die Nüsse. Ich attackiere ihn nochmal.
Also, wir sind wieder dran. Und er ist hinüber. Wir haben gewonnen. Ja, so schwer ist es nun wahrlich nicht. Zumindest am Anfang. Ist ja alles noch ganz easy. So, ich will nur mal gucken. Ah, hier war noch ein hübscher Sack, der einfach so in der Gegend rumsteht. Wasser, Wasser und Rainbow Coins. Dankeschön. Ja, also wie man sieht, also ich finde das Spiel, ich finde es klasse. Und ich muss sagen, ich stehe noch nicht mal großartig zum Beispiel auf Final Fantasy. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir hier hinten reinkommen oder ob das irgendwie geht. Weil da steht einer mit einem Herz. Weil hier am Wasser können wir nicht lang. Ich weiß nicht, ob wir jemals hier noch irgendwie rumkommen. Wahrscheinlich schon, aber im Moment geht's leider noch nicht. Ich werde jetzt aber mal weiterlaufen, weil ich glaube, das Kampfsystem dürfte relativ verständlich sein. Obwohl, der hat hier noch ein... Komm her, du Sack. Der hat hier noch einen Goldsack stehen, den will ich mir holen. So, jetzt sind wir natürlich ziemlich weit weg. Das heißt, wir müssen uns erstmal hier ran bewegen. So, da ist er auch schon. Jetzt können wir drauf. Au. Also, immer Attack und dann das Digi-Kreuz nach unten. Dann greift man ihn an. Wir machen auch schon ganz gut Schaden. Wir machen auf jeden Fall mehr Schaden an ihm, als er an uns. Und wir gewinnen sogar noch ein bisschen was von ihm. Dankeschön. Wunderbar. So. Zweimal Trial Imp könnten wir jetzt niederknüppeln. Lass ich jetzt mal. Wer bist du? Das ist wieder ein Signpost. Okay, Lightweight Forest. Nee, da aber sind wir schon mal im Kassa Village angekommen. Das ist doch süß. Und das ist Malthus. The scrumbling voice. Oh, that's just Meriden. Go to the village and you'll find him trying to cut trees. Ja, mit Meriden sollen wir reden. Stand ja in unserem Book drin. Since Sarathroth is gone, he must do his work. And well, he hates that. But go and see for yourself. See ya. Bye-bye. So, da haben wir Savo. Hello to you. Come in and boost your skills for a very few rainbow pearls. Raise your attributes at the Savant. Raising your character's attributes is one key aspect of the game and becomes inevitable when you need to defeat tougher foes. We therefore recommend that you read this tutorial carefully. As you defeat monsters in battle, you will receive rainbow pearls. The number of rainbow pearls received varies and is displayed on the victory screen after each successful battle. The number of rainbow pearls currently in your inventory is displayed on your status menu. The Savant converts rainbow pearls into character attributes. The following attributes can be increased here. Strength, speed, luck, defense, HP, MP. Okay, also... Wir können jetzt... Wir haben zwei Rainbow Pearls. Wir können unsere Kraft, Verteidigung, Schnelligkeit, das Glück, HP oder MP können wir nicht upgraden. Dazu müssten wir noch einen höheren Level erreichen. Erstmal können wir nur den Krempel hier machen. Ich mach mal Strength. Was? Ach so, da brauchen wir 4 Perlen. Also kann ich erstmal nur unser Glück upgraden. Ja, gut. Hauen wir sie mal rein. Gut, damit haben wir es, glaube ich, erledigt, oder? Mehr ist nicht. Dann können wir raus. Thank you. Please come back anytime. Ja, das glaube ich. So, du bist ein Heiler. Your wounds will be cured in no time. Ja, wir haben ein bisschen was verloren an Gesundheit. Und im Moment kostet es auch gar nichts. So, und schon haben wir wieder 24 Mana Points. Habe ich jetzt noch gar nicht verbraucht. Goodbye. Goodbye. Goody, du bist der Item Shop. Und das ist wirklich...
Da haben wir Shop-Offer. Ja, das lasse ich jetzt mal alles noch. Das brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Thank you. Ah, du bist der, mit dem wir auf jeden Fall reden müssen. Da gibt es natürlich auch einen Network-Shop. Also das ist dann wirklich PlayStation Network. Gegen echtes Geld Sachen kaufen. Muss man aber nicht. Ist völlig unnötig. Man kann das Spiel auch so spielen. Und dann reden wir mal mit Meridon. Can't you see I'm hard at work here? I hate this kind of work. So would you please wipe that smile off your face? Just doing Stella a favor. She asked me, since Sarathrod never returned from his journey. This axe is just a toy, not a tool. With Sarathrod's legendary cutter axe, you can fell up to four trees at the same time. You're curious, hmm? The axe I'm talking about vanished in the same way as Sarathrod. Nobody knows what happened. Probably this has something to do with this evil stranger who came to our moon and opened a portal to a monster dimension. Man, I swear I'll defeat him instantly if I ever meet him. Who does he think he is? Everything okay with you? You're so quiet and pale now. Anyway, Sarathrod left the town to bring lumber to Ed Orrible, who lives to the east of this isle. But he never arrived there. If you want to do us a favor, please help us to find him. And one more thing, when you do find him, please bring me his axe. I'm so tired of this toy. You can follow Sarathrod when you leave the town to the north. When you pass the well, you're going the right way. Okay, dann haben wir jetzt nochmal die Erklärung. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, nämlich die Main Quest zu verfolgen oder eben diese Side Quests. Die können wir machen, müssen wir aber nicht. Und da auf unserer Karte die Hauptquest ist immer mit einem Ausrufezeichen ausgestattet und die genau, ja, if you're lost, you can open the map. Okay. Gut, das ist mit dir hier, Raishan. There's a huge continent to the west. When the weather isn't cloudy, you can sometimes see its silhouette from here. Hopefully someday my dreams come true and I will visit this foreign land. They say this land is populated by strong monsters. You think you would kill such creatures? You don't seem to be that strong to me. When you show me some real proof, I might change my mind. For starters, some imp wings should do it. Come back anytime. Okay, sie will also ein paar Flügel von diesen komischen Imps. So, da haben wir jetzt die Main Quest. The people here don't trust you. They think you're an invader acting in bad faith. To gain some trust, you should help out the people. Meridon told you about Sarathrod. He has left the village and never returned. Why? Some investigations could help. Leave the village to the north and kill all monsters blocking the way. There must be a passage to Ed Orrible in the east of Kasa Island. Dann haben wir noch Sidequests, a proof of strength. Raishan is walking along the west beach in Kasa village. She's asking for three imp wings and is able to craft a helmet from these wings. You can bring her more wings for another helmet. So, da haben wir das Bestiarium, da hatten wir ja diesen Imp. Da haben wir aber noch nicht viel von erfahren. Wir haben bisher zwei besiegt. Und tutorial-technisch, naja gut, das sind diese ganzen, die wir gerade eben schon mal so kurz durchgescrollt sind. Locked. Can't be opened with Harbor Gate Key. Okay, da können wir erstmal noch nicht lang. So, ihr süßen Hasen. Dann kommen wir her. Ich will noch mit der Dame da oben reden. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir müssen uns erstmal bewegen. Ja, komm, immer drauf aufmuddern. So, okay. Jetzt können wir schon mal den hier attackieren. So, und jetzt haben wir es mit beiden zu tun.
Was eher ein bisschen ungeil ist. So, ich würde mich jetzt mal verteidigen. Ja, hat super geklappt hier. So, erstmal den hier niederknüppeln. Hab dich. Und du kommst auch noch, mein Freund. Macht ihr mir echt jetzt überhaupt keinen Schaden? Victory! Dankeschön! Und zwei Kügelchen haben wir wieder bekommen. Entschuldigung, zwei Perlen. So, was ist denn mit dir, Stella? Welcome. Have you ever seen night on Rainbow Moon? There's such a beautiful blue glow everywhere. What do you say, too dark? If you really think so, why don't you buy some torches from the item shop? Sometimes at night, I just sit on the bench and watch the magical glow. It's so beautiful. Goodbye. Tschüss. So, was haben wir denn hier noch? Da ist ein Brunnen, aber da gibt es noch nichts Interessantes zu holen. Ups, Campfire. Camping, pitch a tent and chill out for a while. Yo, yo. Camping mode allows you to restore your health bar and advance the time of the day at a faster speed. If you want to regain health or jump the clock to a certain time of day, simply approach a campfire. On the downside, you will consume more food than usual. Camping is only available once per day. Okay. So, da haben wir noch ein bisschen Äpfelchen. Und wir machen das einfach mal. Do you want to camp? Ja? Oh, wie süß. Ist so ein kleines Zelt aufgeschlagen. Aber jetzt ist natürlich Nacht. Und jetzt haben natürlich die ganzen Itemshops zu. Aber man sieht hier noch so einigermaßen was. So, dann muss ich den hier mal vertüdeln. Ich hoffe, die sind jetzt nicht irgendwie stärker in der Nacht. So, wo move ich mich denn mal hin? Mal da runter. So, dann kommst du mal als erstes her. Au. That hurt. Ah, du bist hier. Ui. So, der ist schon mal weg. Das ist gut. Okay. Dann, ihr seid auch schon ein bisschen umgeschlagen. Okay, so. Nur noch einen. Das dürften wir hinkriegen. Jawohl. Da ist er hinüber. Nice. So. Hier ist auch alles wieder offen anscheinend. Geld? So, dann können wir... Wir haben jetzt 5. Dann könnten wir auch mal unsere Stärke ein bisschen reinklöppeln. Nehmen wir einmal. Und dann machen wir einmal noch den Lack rein. Und damit haben wir hier schon das Limit erreicht. Yes, goodbye, yes. Yes, yes, yes. So, solange wir uns hier noch heilen können... Ja, ein Rainbow Coin können wir uns mal leisten. Goodbye. Goodbye. So, du warst der Item Shop. Hm,
Naja, eine Torch. Ich nehme mir mal eine Torch mit. Okay. Thank you. Bitteschön. Es ist nur die Frage, können wir denn... Equip. Es ist nur die Frage... Item. Da haben wir... Die Torch, können wir die irgendwie ausrüsten? Will enlighten dungeons and can even be used on the world map at night. Used by Baldwin, okay. Hat er denn jetzt... Nö, ich sehe jetzt nicht, dass er die... Dass er die schon ausgerüstet hat. Wir haben immer noch unsere Waffen. Und da sind wir jetzt auf Kassa Island. Wer bist du? Vinevor. If you are looking for Zerothrot, he has left the town here to the north. The pit planks broke during the great storm a few days ago. I'm sure Meriden will help you out with a ladder. You'll find him in Kassa Village. He's cutting trees. Okay, also brauchen wir erstmal eine Leiter. Kann ich mit dir da oben noch reden? Allein? Gmold? Psst. Hey, you! Yeah, you! Psst, be quiet. Stella might hear us. I saw you killing these imps. Impressive, really. My name is Ekmold and I'm doing experiments with alchemy. That's really cool. Just mixing up different ingredients and see what's coming out. Psst, Stella must not know, so please keep whispering. Well, there's one problem. The quality of alchemy synthesis depends heavily on the rarity of the used ingredients. So when you work with common stuff, you won't get anything of high value. But you could be the one who brings me some really rare stuff, because you seem to be able to kill these monsters. Well, if you can obtain an imp horn and a colorful sting, something completely new might be created. Also hier auch wieder eine kleine Nebenquest. Ja, und so schlagen wir uns eben immer hier durch. Ich glaube, bis hierhin hat das schon einen ganz guten Eindruck entwickelt. Oder könnt ihr euch schon einen ganz guten Eindruck verschaffen. Ja, worum es hier geht, was man hier so macht. Also ich finde es sehr, sehr gelungen. Macht echt Spaß. Die Story finde ich sehr interessant. Ist jetzt noch nicht so ausufernd. Ufer, haha. Und ja, die Kämpfe werden sicher später noch anspruchsvoller. Jetzt haben wir ja erstmal so diese leichten Versuchsimps hier gehabt. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr hübsch. Und ja, bin mal gespannt, was ihr so davon haltet. Ob ihr sonst noch irgendwelche Tipps habt, was man hier noch so treiben kann. Ob ihr es auch schon angespielt habt oder... Ja, ob euch das alles völlig Latte ist und ihr auf sowas überhaupt nicht steht. Weil hier hat er gerade was angezeigt, aber was willst du hier? Ach, da liegt eine Tiny Potion. Das ist ja nett. Ja, super. Renne ich hier rum und finde sogar noch was? Ja doch, ich weiß. Ja Leute, das war's auf jeden Fall von Rainbow Moon. Wie gesagt, ein sehr hübsches Spielchen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich sag tschüss, bis denne dann. Bye, bye.